Hallo, meine Damen, bin aus der Pause zurück. Wir können Sie nicht hören. Hallo, meine Damen, bin aus der Pause zurück. Sie sind kreativ, wie geht's? Genau, wir haben jetzt mal so einen kleinen Report gemacht. Soll ich ihn teilen oder möchten Sie, dass ich Ja, Ihnen den genau einfach jetzt das. gleich schicke? Nee, 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 lassen Sie uns erst darüber sprechen. Das ist, wenn es Rückfragen gibt, mit Sicherheit die effizientere Form. Leonie Schmidt sehe ich hier, dann machen wir das. Okay. Genau, also wir hatten eigentlich, oder ich sag mal kurz vorab, wir hatten uns mal in den Ferien getroffen und hatten eigentlich vor, das alles durchzumachen und haben dann eben uns einzeln vorbereitet. Jeder hat Produktbilder gesammelt und sich Gedanken gemacht. Okay. Wir haben dann, also ich hatte davor schon während der Vorlesung das Ganze für die Storefront mitgemacht. Und da hatten wir uns dann mit den Attributen und mit den Kategorien erstmal beschäftigt Okay. und haben die auch angelegt. Das hat auch alles funktioniert. Wunderbar. Und wir hatten dann nicht ganz verstanden, ob wir das Attribut-Set machen oder nicht. Wir hatten es dann erst weggelassen, haben es dann aber später, als unser Problem Okay. aufkam, mal eins gemacht. Okay. Auf jeden Fall sind wir dann eben auf unser Problem gestoßen. Und zwar waren wir eben im Katalog und hatten vor, dann eben die einzelnen Produkte anzulegen und wollten dann auch schon mit dem Simple Product starten. Und als ich dann eben dort drauf geklickt habe, ist dann diese Fehlermeldung gekommen. Genau, ich lasse die mal ganz kurz. Eben, wir Okay. hatten diese Fehlermeldung. Die ist dann auch noch bei Virtual Product und beim Downloadable Product aufgetaucht. Also wir haben dann einfach mal jedes Produkt angeklickt und geschaut, ob der Okay. Fehler bei allen auftaucht, was nicht der Fall war. Wo ist er Was nicht wir dafür. aufgetaucht, Leonie? Wie bitte? Sie sagten gerade, wo es nicht der Fall war. Wo ist der nicht aufgetaucht? Beim Configurable Product, Okay. beim Group Product und Okay. beim Bundle Product ist der nicht aufgetaucht. Okay, also das mag wahrscheinlich daran liegen, dass diese letztgenannten Produktarten eigentlich auf etwas, was schon existiert, aufbauen. Da braucht man beispielsweise Simple Products, um die zum Group Product zusammenzubinden. Und solange man nicht an der Stelle ist, wo man das braucht, scheint eben tatsächlich kein Fehler aufzutauchen. Dagegen diese Simple Virtual und Downloadable Products, die sind doch sehr basial. Dort taucht das auf. Okay, gut. Also man kriegt einen Error Log Number, aber leider auch keine sprechende Fehlermeldung. Das ist ja sehr allgemein. Genau. Genau, eben uns ist dann auch aufgegangen, dass es eben besonders problematisch ist, Ja, weil wir genau halt richtig. nicht mal mit dem Configurable Products oder so anfangen konnten, Okay. weil die ja auf den Simple Products basieren. Wir hatten uns dann auch überlegt, woran es liegen könnte. Eben wir dachten, okay, wir hatten ja keine Attribute Sets noch angelegt. Wir haben dann mal eins angelegt, uns einfach mal Shampoo genannt und dachten, okay, das ist halt unser Attribute-Set für alles, was halt mit so Haarprodukten zu tun hat teilweise oder halt mit Shampoos. Da hat sich allerdings nichts geändert. Wir hatten auch überlegt, ob es daran liegt, dass noch nicht alle Attribute irgendeinem Set eben zugeordnet sind oder dass uns bestimmte Attribute fehlen, die wir halt doch noch bräuchten für das Simple Product und für das Downloadable Product vor. Und dann hatten wir auch überlegt, ob wir eben doch irgendwas übersehen hatten bei den Storefront Properties. Okay, also jetzt zunächst mal eine Vermutung. Der Fehler ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass möglicherweise im Filesystem etwas noch nicht so ist, wie das Magento erwartet. Sie erinnern sich, wir mussten auch beim Readiness-Check beispielsweise Zugriffsrechte noch ändern, weil das der Readiness-Check festgestellt hat. Und das, was Sie dort jetzt sehen, ist sehr wahrscheinlich
kein Fehler, der eigentlich Magento-spezifisch ist, sondern die darunterliegende Software betrifft. Und dort ist tatsächlich ein Problem, dass diese Zugriffsrechte nicht nur in dem Bereich, den der Readiness-Check prüft, noch vermutlich nicht immer von den Zugriffsrechten her nicht komplett ist. Und dann passiert einfach beim Anlegen des Produktes, also Magento ist ja was sehr Dynamisches, das heißt, dort werden im Filesystem, je nachdem, was Sie wünschen, dann noch Dateien und Verzeichnisse kreiert, wo dann beispielsweise die Texte, Bilder und andere Dinge drin sind, untergebracht werden. Und dieses Kreieren der notwendigen Dateien zum Zeitpunkt des Einrichtens, wenn nicht funktioniert, ist dann bei ausgeschalteter exakter Fehlermeldung einfach ein Hinweis, dass etwas nicht passiert ist, sodass Attribute sehr wahrscheinlich nicht mit im Spiel sind, weil Attribute werden nicht im Filesystem, sondern in der Datenbank gehalten. Mhm. Mal ganz kurz, glaube ich, haben wir es andiskutiert. Attribute sind ja nichts anderes als Tabellen, wo dann die Eigenschaften und Spalten letztendlich diese Attributwerte beinhalten. Und Idee, Attribute in einem Attribut zusammenzufassen, die ist durchaus richtig. Aber fehlende Attribute sollten es, dürften es vor allem auch aus dem Grund nicht sein, weil man natürlich Produkte anlegen kann, auch ohne Attribute und ohne Attributsets. Das ist zwar sehr unbefriedigend, weil man dann bloß Kurzbeschreibung und Langbeschreibung des Produkts hat, Produkte nicht filtern kann, nicht vernünftig selektieren, sortieren kann, aber grundsätzlich geht das schon so, dass ich glaube, Nina hat mir eine E-Mail geschickt, der Vorschlag drin war, einfach mal Produkte ohne Attribute einzurichten, und ich nehme jetzt Ihren Worten, Sie haben das ja ohnehin gemacht, kann man machen, sieht dann ein Bild, hat einen beschreibenden Text dazu, weil es nämlich durchaus Default-Attributsets und Default-Attribute ja gibt, die kann man ja angucken, und wenn man dann beim Anlegen das Default-Attributset wählt, geht das natürlich, aber insgesamt ist das etwas, was man ändern möchte, vor allem als Einrichter, als Entwickler, sage ich mal, Shop herstellt, dann würde man schon ganz gern wissen, wo man, was denn eigentlich angemeckert wird. Okay, also, das waren Ideen. Jetzt das, was Sie mir gezeigt haben, finde ich eigentlich ganz gut. Ich gebe mal dort Feedback. Also Sie haben jetzt beschrieben, wo das passiert. Sie haben dort einen Screenshot mit eingebaut, das, was Sie erhalten haben, und haben das dann auch noch mit Ideen, Verdachtsmomenten unterlegt. Die finde ich deswegen interessant, weil das ja ein bisschen dokumentiert. Sie sind da schon kreativ an die Sache herangegangen. Also das reicht mir. Jetzt, das ist jetzt so als spontane Idee gereift, wenn Sie mir das als Word-File zuschicken, dann könnte ich Ihnen genau in diese Problembeschreibung den Lösungsweg reinschreiben, dann würde ich das per E-Mail wieder zurückschicken. Dann hat man den Vorteil, wenn man sich das Ganze jetzt vorstellt, ich mache das später nochmals, kann ja sein, passiert einem wieder, dann hat man auch als Autorin die Problembeschreibung und die Lösung dort drin.
Sollte meine Lösung aus irgendeinem Grund nicht arbeiten, würden Sie mir das wieder zurückschicken und wir hätten das dort sozusagen dokumentiert. Wäre für mich der Vorteil. Ich muss das nicht wieder mühsam zusammengraben, sondern das ist auf alle Fälle effektiver zu handeln. Ganz abgesehen davon, falls, wie zuvor erwähnt, nochmals passiert, Sie dann dort den Lösungsweg praktisch nachschlagen können, die Überlegung wieder von vorne rangeht. Also so, dass ganz unabhängig vom Thema E-Shop-Design haben Sie jetzt als Vorschlag vor sich liegen, eine Kommunikationsform, die pflegbar ist, die sogar archivierbar ist, kann man digital halten. Werde ich natürlich auch digital halten, Sie möglicherweise auch, ob jetzt immer gebraucht wird, kann man sie immer noch Papierkorb schmeißen. Also, das würde ich sagen, das ist jetzt für mich durchaus zielführend. Haben Sie gut gemacht, genau. Ja, ich kann Ihnen das auf jeden Fall zuschicken. Ich schreibe Okay. mir das mal kurz auf. Okay. Genau, per E-Mail in dem Format lassen, das ist ja editierbar, dann schreibe ich Ihnen dort die Antwort rein. Sie sollten es allerdings umbenennen, nicht Dokumentation. Magento, ich mache mal einen konkreten Vorschlag, machen Sie mal Fehlermeldung 1 oder Fehlerreport 1 oder so etwas. So, dann könnten Sie das in einem Verzeichnis auch sortiert, wenn es mehrere gibt, ablegen. Also damit haben wir so ein bisschen ein Serviceverfahren andiskutiert. Ja, super. Okay, alles klar. Dann mache ich das. Aber wir hatten ja jetzt auch schon angesprochen, dass wir es auch schon jetzt momentan eigentlich ganz gerne mal anschauen würden, damit wir auch möglichst schnell weitermachen können. Ja. Genau, damit Sie es nur auch schon mal sehen, was wir gemacht haben. Also hier ist das ist der Demo-Store Notice. Dann hier eine kleine Willkommensnachricht. Dann haben Okay. wir hier das Logo. Das Okay. Wasserzeichen sieht man nicht, weil ich in Safari bin, aber wenn ich in Chrome bin, kann ich auch kurz zeigen. Hier hat sich schon gemerkt, das ist im Prinzip unser, wie nennt man es? Ah ja, unser Favicon hieß es, Okay. glaube ich. Jawohl, genau. Haben wir ein kleines erstellt. Genau, ein Wasserzeichen hatte ich auch reingesetzt, aber das sieht man ja wahrscheinlich erst in den Produkten. Dann ist hier unten der Footer, wo man auch Jawohl, seine E-Mail-Adresse eingeben kann. Und hier sind eben unsere verschiedenen Seiten. Da haben wir Okay. beziehungsweise unsere Kategorien. Hier haben wir einmal Haare, Okay, dann haben wir Haut, dann haben wir Düfte und dann haben wir noch ein Make-up unterteilt. Die Bilder sind jetzt noch nicht von der Größe angepasst. Das wollten wir auch noch machen, aber das sind so Kleinigkeiten, finden wir, mit denen wollten wir uns sobald alles Genau, technisch gute beschäftigen. Idee, ist richtig. Also, noch gleich eine konkrete Bemerkung dazu. Also, das dürfen, sollen Sie natürlich machen, gebe aber auch den Tipp, Sie müssen nicht unbedingt. Das sind ausschließlich funktionale Aspekte. Ich habe mir in der Zwischenzeit Ihre IP-Nummer notiert und ich werde am Ende durch die Shops durchgehen und natürlich diese funktionalen Aspekte, die Sie jetzt ja auch genannt haben, roter Balken, Logo, Favicon und so etwas angucken. Ich werde aber keine ästhetische Bewertung machen, was die Größe der Bilder hier, Ihrer Abteilungsbilder betrifft. Das wäre jetzt aus meiner Sicht schon ein Haken, weil diese Bilder da sind. Dass diese Bilder jetzt unterschiedlich groß sind, möglicherweise nicht optimiert sind von der Größe, ist ja ein ästhetischer Aspekt und den bewerte ich gar nicht, weil für mich ist das jetzt klar, wenn Sie die Bilder dort reinbringen, sind Sie auch in der Lage, die Größen anzupassen. Und jetzt könnte man sagen, einfach aus Effektivitäts- und Effizienzgründen könnte man sich das sparen. Jetzt hat man natürlich auch einen persönlichen Ehrgeiz, darum sage ich, wenn Sie das machen wollen, dürfen Sie gern. Würde mich auch freuen. Aber toll ist, dass man jetzt diese Kategorienbilder schon mal tatsächlich sieht. Ja. Verstehen Sie meinen Ansatz? Ja, verstehe ich. Weil das, was wir jetzt machen, ist ohnehin ein elementares Subset.
Und das, was darüber hinausgeht, wäre schon in einem fortgeschrittenen Kurs ein Thema, wo man dann sagt, ja, jetzt zieht man mal alle Register. Ich muss auch gestehen, manche Teilnehmer haben das in der Vergangenheit gemacht, haben dann die Skin geändert, die Anordnung von Menü und solche Sachen, die an der Luma-Skin hängen, ausgetauscht gegen was anderes. Da war aber der Vorschlag der, machen Sie so etwas erst nach der Abnahme, weil wenn man dann tiefer ins System auf die Art und Weise eingreift, kann auch was Irreparables passieren und es wäre schade, wenn das vorher der Fall ist. Okay, also das ist schon mal sehr gut. Die Kategorienanzahl reicht vollkommen aus. Das sind immerhin 4, sodass man sieht, wie die Navigation funktioniert. Genau. Gut, dann gehe ich mal wieder ins Backend. Mhm. Genau, also wie gesagt, wir hatten jetzt nur mal ein Attribute-Set angelegt, um halt mal zu schauen, eben wo wir nach den Fehlern gesucht hatten und so. Genau, deswegen... Also so wie ich das jetzt verstanden habe, sollen wir sowieso Attribute-Sets haben. Das heißt, die würden wir später dann auch noch mal ein bisschen halt mehr machen, so viele wie halt Sinn machen, sage ich mal. Das heißt, also genau, das empfiehlt sich auch aus folgendem Grund, weil wenn Sie 1, 2, 3 Simple Products ohne Attribute-Sets, sondern nur mit dem Default-Attribute-Set machen, dann können Sie den Vorteil der Attribute-Sets sehr deutlich erkennen, weil man dann einfach mehr Beschreibungsmöglichkeit bis hin zu mehr Filtermöglichkeit hat. Also so, dass es didaktisch gar nicht unsinnig ist zu sagen, ich mache mal erst mit dem Default-Attribut-Set und dann, wenn ich Attribute und Attribut-Sets habe, verwende ich die auch in einem Simple Product und dann wird der Unterschied, der Vorteil, den diese Attribute und Attribut-Sets haben, richtig plastisch greifbar. Also ist durchaus sinnig, ein paar Produkte zu haben, die ohne Attributsets funktionieren. Alles klar, gut. Ja, und dann kommt eben unser Problem. Ich kann es kurz nochmal zeigen. Ah, ja, okay, ich muss mich erst nochmal einloggen, Entschuldigung. Ja, kein Problem. Leonie, schicken Sie mir am besten in Ihrer Problembeschreibung noch den Hinweis zu kurzfristiges Ausloggen aus dem Backend. Mhm. Das kann man ändern. Das ist, ja, das kann man ändern. Schreibe ich Ihnen was mit dazu rein. Es ist in der Einstellung ein bisschen tiefer vergraben, aber so ein Klickpfad, den habe ich mir auch schon notiert, den kriegen Sie und dann können Sie diese Lockout-Time auf eine halbe Stunde oder eine Stunde vergrößern und dann ist das Arbeiten nicht jedes Mal durch das Ausloggen und Einloggen unterbrochen. Okay, danke schön, das wäre richtig gut. Okay, aber jetzt kann ich es ja zeigen, wie man es gesagt. Ich komme direkt auf den Okay, ja, richtig. Also, das ist ein deutlicher Hinweis dafür, in dem Moment, wo Sie das machen, wird im Filesystem Verzeichnis angelegt und das an einer Stelle, die ist ganz pauschal unter einem Filesystem Verzeichnis, das wir zwar bei unserem Readiness-Check schon entsprechend eingerichtet haben, ist später dazugekommen bei der Inbetriebnahme wahrscheinlich des Backends und das hat jetzt wieder diese alte Filesystem-Einstellung, die wir durch unseren Change Mode im Readiness-Check beseitigt haben. Deswegen wird es sehr wahrscheinlich ein Navigieren im Terminal an eine bestimmte Stelle in der Magento-Software sein und ein Absetzen des Change Modes. Das ist allerdings ein bisschen tiefer vergraben, deswegen wird der Filesystem-Pfadname hin zum Verzeichnis etwas länger sein und er ist auch nicht mehr einprägbar, habe ich deswegen nicht im Kopf, aber das ist dann ebenfalls eine relativ kurze Notiz in Ihrem Word-Dokument und damit sollte das Problem gefixt sein. Okay. Okay.
Wie sollen wir es machen? Ich frage Ihre Anleitung folgen oder wollen Sie es dann wirklich erst mir einfach im PDF schicken, in der Word-Datei? Das heißt, das ist jetzt schon auch der Fall, den mir, wer war es, Nicole, glaube ich, geschickt hat, oder Nina. Genau, ja. Gell? Okay, also, jetzt haben wir das behandelbar. Ich würde jetzt Folgendes machen. Ich gucke da mal in die Teilnehmerliste, wenn wir die Situation, Sie sind immer noch eine exklusive Gruppe. Ich würde mir Ihr Word-File jetzt vorknöpfen und würde das mal versuchen, dort gleich zu formulieren und schicke es dann wieder an die Absenderin zurück. Ich nehme an, das wird eine Viertelstunde dauern, 20 Minuten, aber Sie kriegen das noch, können das dann gleich ausprobieren. Kann ich Ihnen wieder zuschauen und dann sollte man über diese Hürde hinweg sein. Okay, dann würde ich mal kurz aufhören mit Teilen und würde Ihnen das dann einfach jetzt gleich schicken. Ja, genau, machen wir so. Okay. Gut. Ich, Dauert nur 5 Minuten. ja klar, ja, ich schaue mal in den Postkasten einstweilen. So, ihr lieben Leute, E-Mail ist raus an Leonie. Alles klar, ich gucke gerade mal. Gut. So. Okay, also praktisch ist das genaue Problem noch nicht klar. Ich muss erstmal das Problem sichtbar machen können. Genau, also wir wissen bloß, es ist ein Fehler. Jetzt müssen wir mal dafür sorgen, dass diese Angaben etwas präzise werden. Ja, Sekunde. Okay. Ich muss ins Stammverzeichnis. Also, Zeile tiefer ist das richtige Verzeichnis, in dem man diese Einstellung macht, dann gleich zu sehen. Kann Also, sein. Sie sind, sehe ich momentan ja noch in Ihrem lokalen Mac. Genau. Also, das ist natürlich was, etwas in der Cloud passiert. Das heißt, Sie müssen sich erst auf Ihren Cloud-Rechner IP, glaube ich, 192.52.32.86 einloggen. Jetzt ist das Okay. ja ein Mac, da kann man das mit der SSH selber direkt machen. Ne? Windows-User müssten dort den Putty nutzen. Also man muss jetzt den SSH-Befehl, mit dem man den Login macht, verwenden und man muss dort seinen privaten Schlüssel angeben. Ich würde Ihnen jetzt empfehlen, schreiben Sie sich das möglicherweise auch in Ihre Lösungsdatei rein. Das wird man beim Arbeiten in der Cloud, also speziell mit Ihrem Shop, wahrscheinlich häufiger brauchen, dass man immer wieder auf die SSH-Shell zurückgreift. Ich würde sagen, wohin Sie changen wollen. CD blank.ssh. So, jetzt erkennen Sie, so wie ich das auch sehe, jetzt sind Sie im Verzeichnis .ssh, weil das vor dem Prompt das Prozentzeichen dort drin steht, SSH. Ne? Nochmals an der Stelle ls-al. Ich schreibe es mir nur ganz kurz auf. Ja, würde ich dringend empfehlen. Ich habe Ihnen, deswegen machen wir das schriftlich, Sie sehen eine typische Reaktion auch einer Support-Installation. Sie kriegen dort keine Grundlagen vermittelt wie CD, LS, bla bla bla, sondern die würde so lauten, weil der Supporter sagt, naja, kleines Alphabet brauche ich dem Kunden nicht erzählen, der hat ja
studiert, kennt sich aus. Also, und das gilt ja so ein bisschen generell, dass das Know-how, das man in einer Lehrveranstaltung vermittelt, nicht just for fun vermittelt wird, sondern weil das in der Folge gebraucht wird. Also deswegen haben Sie eine gute Idee, spätestens jetzt schreibe ich es mir auf, denn ich muss dort möglicherweise nochmals rein, dann habe ich das gleiche Problem wieder. Mhm. Also ich würde Ihr cd.ssh so kommentieren, dass Sie dort davor schreiben, im Home-Verzeichnis, im Mac-Home-Verzeichnis in das Unterverzeichnis SSH gehen. Weil Ihr cd.blank.ssh das impliziert, nimmt schon an, dass Sie im Home-Verzeichnis drinstehen. Wenn Sie sich mit dem Terminal anmelden, dann steht dieses Terminal im Home-Verzeichnis. Okay, also, dort sind wir jetzt dieses ls-al. Da schauen wir uns jetzt einfach nochmals zur Erinnerung an, was Sie dort finden. Das können Sie auch sagen, was finden Sie dort in dem Punkt SSH? Das werden wir jetzt gleich brauchen. Meine Schlüssel. So ist es, genau. Deswegen musste man dort reingehen, dort wo die Schlüssel sind. Und jetzt können wir das Kommando eingeben, das wir brauchen. Das ist SSH. Machen Sie mal vorsichtshalber ein Sudo davor. Ein Sudo? Ja, wir probieren mal das. Ob das mit S-U-D-O, blank, ob das notwendig ist und überhaupt funktioniert. SSH, blank, minus I, blank vor dem Minus, vor dem Minus SSH. Dann kommt ein Blank, also Leerzeichen auf Deutsch. Das haben Sie schon, aber nach dem SSH. Nach dem SSH kommt ein Leerzeichen. Noch ein Leerzeichen, jawohl. Und jetzt kommt minus I, das steht für Input. Und jetzt kommt nochmals ein Blank. Und jetzt geben Sie dort Ihren privaten Schlüssel an. Den können Sie ja jetzt oben direkt ablesen. Ach so, ja, ich habe ihn einfach kopiert. Ja. Ja, es ist eben Terminal, dort ist Cut and Paste nur eingeschränkt möglich, also nicht etwa gar nicht, aber jedenfalls nicht so wie in einer GUI. Also die 100, mit dem Cursor nochmals zurück, weil wir den Schlüssel brauchen. Sie haben die IP-Nummer jetzt eingegeben, Leonie. Okay. Der Schlüssel, den können Sie oben ablesen, Ihren privaten Schlüssel. Der öffentliche hat ja die Extension Pub, genau. So. Nein, nein, das muss der private sein, deswegen nicht den Pub-Schlüssel, sondern genau der ist es. Und jetzt kommt dort wieder ein Blank. Sie loggen sich als Ubuntu ein. Das ist Ihr Username in der Cloud auf der Ubuntu-Maschine. Und jetzt kommt ein Klammeraffe, also das Add-Zeichen. Ja. Und jetzt kommt die IP-Nummer, die Sie schon hatten, genau. Also die Gesamtgeschichte ist die, Sudo versucht das jetzt als Mac-Superuser zu machen. SSH ist das Kommando. Als Input verwenden Sie Ihren privaten Schlüssel. Der soll Sie, gehen wir nochmal ganz kurz rein, um das fertig zu erläutern. Dann dürfen Sie es gerne notieren. Der verwendet, also SSH verwendet Ihren Input privaten Schlüssel. Dann kommt nach dem Leerzeichen das User-ID auf der Maschine 192.52.86, das ist Ubuntu. Und SSH versucht sie mit ihrem privaten Schlüssel dort reinzulassen. Genau. Okay, ich tue das nur ganz kurz. Ja, genau, das sollte dann sogar gehen. Okay. Ja.
Dann können wir es losschicken. Und jetzt schicken wir das ab. Geben Sie mal Ihr Mac-Passwort ein. Ich vermute, das ist das Passwort für das Sudo auf Ihrem Mac, also Ihr Mac-Passwort. Das jetzt mit Yes quittieren. Voilà, jetzt sind Sie drin. Also nochmals zur Erläuterung. Sie sehen es ja oben noch, wir haben sudo ssh-i. Dieses sudo läuft noch auf Ihrem Mac und ist die Aufforderung, als Superuserin zu arbeiten. Und zwar auf dem Mac. Deswegen ist das Passwort, das verlangt wird, Ihr Mac-Passwort, weil einloggen auf der Cloud-Maschine, die machen wir ja mit dem Schlüssel. Und nachdem Sie sich mit Ihrem Mac-Passwort authentifiziert haben, hat das SSH-Kommando funktioniert. Wir sind jetzt am grünen Prompt, erkennen wir das, in Ubuntu 16.04. Jetzt sind wir auf der richtigen Cloud-Maschine. So, jetzt müssen wir dort in dieses Stammverzeichnis. Ist immer mit Verzeichniswechsel mit CD. Change Directory ist die Abkürzung CD oder die lange Bezeichnung für das CD. Genau. Nochmal ganz kurz als Erläuterung. Sie sehen, das allererste Zeichen jetzt nach Ihrem Prompt ist ein Slash. Das ist die File-System-Root, also das Wurzelverzeichnis. Deswegen ist das, was Sie jetzt angegeben haben, korrekterweise ein absoluter Pfadname, der von der Wurzel Slash aus beginnt und geht dann runter bis in dieses Errors-Verzeichnis. Das ist jetzt absendebereit. Okay. Ja, ans Ende und dann abschicken. Ja. Sie erkennen am lila gefärbten Prompt, Sie sind jetzt dort drin. Und in diesem Verzeichnis Errors steht im File nebenan, sollten Sie ein File erkennen. Das wir jetzt mal suchen, gucken Sie nochmal in das Word-File bitte rein. Links. Dort sehen Sie, was wir suchen. Wir suchen dieses Local XML Sample. Sehen Sie das? Dritte Zeile, vierte Zeile von unten. Genau. Und das schauen wir uns jetzt mal im Terminal an. ls-al. Blank-al. Genau. Können Sie das File erkennen? Muss ich mir nochmal angucken. Ja. Das ist es, genau. Ich habe Ihnen dort in dem Word-File geschrieben, umbenennen. Besterer Vorschlag ist aber das danach erwähnte Kommando mit CP zu kopieren. Wir kopieren dieses Kommando mit dem Inhalt, der in diesem Sample-File drin ist, unter anderem Namen rein. Genau das, was Sie jetzt dort markiert haben. Genau, sudo cp local xml sample. Jawohl, das schaut richtig aus. Das dürfen Sie abschicken. Und jetzt nochmals ls-al. Die zwei richtigen Zeilen, die in Ihrem Auge jetzt grün aufleuchten müssen. Jawohl, genau, Sie sehen, das ursprüngliche local xml sample ist erhalten. Und das notwendige local.xml-File ist erzeugt worden. Das ist nichts anderes wie eine Kopie von diesem Sample. Das heißt, Magento liefert das als Sample schon mit, aber es fehlt das local.xml ohne das Sample. Deswegen sind diese Fehlermeldungen alle so verschlüsselt. Und jetzt mit dem local.xml sollte das klarer werden. Jetzt müssen wir schauen, ob da meine Beschreibung etwas getaugt hat oder ob ich dort was vergessen habe. Glaube ich aber nicht. Dann genau, richtig. Wie geht es dann weiter mit Ihrem Abarbeiten von dem File? Genau, jetzt müsste ich ja eigentlich
die Fehlermeldung, wenn ich die Seite noch lade. Was? Also hier steht ja jetzt die Seite mit der Fehlermeldung neu laden. Eine detaillierte Information zum anstehenden Problem wird nun angezeigt werden. Okay. Okay, dann wieder auf den Shop. So. Directory. Ja, genau. Also, die Fehlermeldung heißt noch immer so, there has been an error processing. Aber jetzt unten sehen wir, was die Ursache ist. Es kann tatsächlich ein Verzeichnis nicht kreiert werden. Machen Sie mal davon bitte einen Screenshot, nicht vom ganzen Bildschirm, sondern there has been an error und dann unten mit dem kompletten Pfadnamen. So, genau, richtig, so dass man das kriegt. Und da schicken Sie mir das mal bitte auch an die an meine Google-Adresse, die ich jetzt für meine E-Mail schon verwendet habe. Dann ja, bauen wir das dort in das File ein und dann kriegen Sie praktisch zu dieser Teillösung, die wir jetzt gerade diskutiert haben, den Rest noch mit dazu. Okay, so. Ich muss ein paar Dinge dazu sagen. Also wir haben ja oben den Pfadnamen in dem grauen Kasten, den Sie mir zur Verfügung gestellt haben. Ne? Ja. Daran können Sie jetzt erkennen, dass alles, was Magento macht, unter dem Stammverzeichnis var www.html liegt. Mhm. Und kontrollieren Sie mal mit. Ich habe diesen Anfang bis zur Generation aus dem Grauen richtig übernommen. Ja? Mhm. Genau. Also, weil das, was wir im Backend-Browser mit Magento machen, erzeugt Änderungen im Dateisystem. Und bei der Fehlermeldung können wir erkennen, dass eben eine Datei nicht kreiert werden kann. Das wird durch die Zugriffsberechtigungen verhindert. Nun haben wir zwar früher schon mal in dieser Umgebung Zugriffsberechtigungen korrigiert mit dem Change Mode Kommando nach dem Readiness Check, aber da ist in der Zwischenzeit ja einiges passiert. Vor allem sind weitere Dateien dazu gekommen, wo diese Zugriffsberechtigung wieder nicht passt. Und jetzt müsste man streng genommen nachgucken, sich damit beschäftigen, wie denn die Berechtigung sein müssten. Also, das ist wahrscheinlich irgendwo tatsächlich im Benutzerhandbuch beschrieben. Aus dem Grund habe ich jetzt meine Lösung als Notlösung gemacht. Das heißt, wenn Sie im Terminal dieses Kommando wieder mit sudo change mode 777 plus dem Pfadnamen eingeben, dann wird das funktionieren. Es ist aber wirklich nur, darum habe ich unsere Situation mal als Laborsituation bezeichnet. Das wäre, um es vielleicht mit dem medizinischen Terminus zu belegen, das wäre eine Notoperation. Die wird funktionieren, weil was wir hier jetzt machen ist, wir eröffnen in dem Verzeichnis Generation, Sie sehen das ja oben in dem grauen Pfad, gucken Sie mal in den Word-File noch rein. Ne, der ganze Pfadname ist ja erheblich länger.
Ich habe aber richtig abgeschrieben, var www.html, darunter kommt var, darunter kommt generation und dann geht es in dem Pfadnamen oben im grauen Kasten ja noch weiter. Und das, was ich jetzt als Notlösung mache, ist, ich gestatte allen Usern, das sind Sie als Ubuntu in dieser Maschine, das ist Ihre Gruppe, damit ist also immer mit dem User immer eine Gruppe verbunden und dem Rest der Welt, das sind all die, die den Browser bedienen, gestatte ich dort Dateien zu kreieren und das ist zu großzügig. Ja? Jetzt ist das aber eine Laborsituation, wo wir sagen, naja, da kommen ja jetzt in unserem Fall nicht Hinz und Kunst drauf, nicht 1000 Millionen von Usern, sondern das ist halt, sind einige wenige Teilnehmer aus unserer Veranstaltungsgruppe. Wäre aber für die professionelle Behandlung eines realen Jobs zu großzügig. Damit öffnen wir Tür und Tor für Hackerangriffe.